So, lala. Willkommen zurück zu Risen 2, dem Spiel mit Caldera, wo wir jetzt eigentlich fast durch sind. Es sei denn, warte mal, hatten wir nicht noch den Schatz von... Moment. Der Gierige, das brauchen wir mal... Ach nee, das wussten wir ja schon. Aber... Bei Cassias Schatz versteckt, also muss ich den Schatz verstecken. Na gut, ich muss sowieso... Okay, gut, dann... Nun, dann wissen wir, wo das Ding ist. Dann ist ja eigentlich alles ganz einfach. Jetzt laufen wir mal kurz da so. Zoo heißt er noch nicht. Erstatten Bericht. Aber eigentlich haben wir schon alles erlebt, was wir erleben wollten, ne? Und? Wart ihr erfolgreich? Jo. Unser Plan hat funktioniert. Ich habe Zugang zum Hohen Rat. Habt ihr einen Beweis gefunden? In der Tat. Ich habe hier etwas gefunden. Ausgezeichnet. Dann sind wir jetzt quitt. Ich bin neugierig. Wie geht's weiter? Nun, ich werde dieses Schreiben dem Hohen Rat vorlegen. Es wird eine Untersuchung geben. Und Maurigato wird große Schwierigkeiten bekommen. Und du willst deinen Platz im Hohen Rat einnehmen? Wenn man mich fragt, werde ich bereit sein. Habe ich mir nicht eine Belohnung verdient? Sollte es nicht Lohn genug sein, dass ihr mit meiner Hilfe im Hohen Rat vorgelassen wurdet? Wie dem auch sei. Ich denke, ich kann mich euch gegenüber großzügig zeigen. Naja, immerhin. Ne? 52 Gold haben oder nicht haben, sag ich mal. Na Judy, dann haben wir ja ordentlich was abgegriffen, würde ich sagen, ne? Gut, 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 gut. Dann geht das natürlich wieder schnell reisen los. Hab ich noch was vergessen? Ne, da habe ich mit denen geredet. Mir fehlen halt noch die Büchsenmacherpunkte. Kann ich mich bei Maurigato eigentlich noch als seinen Diener vorstellen? Einfach nur, um ihn zu nerven? Aber er redet wahrscheinlich mal gar nicht mit mir, oder? Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Oh. Was ist jetzt Zeit? Verzieh dich. Lass dir nicht... Ich jetzt kämpfe! Wie oft muss ich ihn eigentlich noch niederschießen, bis er tot ist? Die Fähigkeit, irgendwelche NPCs tatsächlich töten zu können, fehlt mir tatsächlich ein bisschen. Also weiß nicht, das... Ja, na gut. Also keine vigilante Rache an Maurigato üben. Nun gut. Nun, dann haben wir hier eigentlich alles erledigt, was Caldera zu erledigen gehabt, ne? Wahnsinn. Mach hier keinen Ärger. Ja, gewiss doch nicht. Was haben die, was? Toll ist es nicht, toll, NPCs zu töten. Ja, aber sie haben es doch verdient. Naja, gut, bin ich darüber zu entscheiden, aber trotzdem. Ja. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Dann darfst du keine Zeit verschwenden. Schnapp dir den Mistkerl, bevor er Corrientes in den Rücken fällt. Naja, nee. Fast. Ich fahre nochmal eben nach Antigua. Nee, ich will nach Takarigua, ne? Weil da ist nämlich die Schnupftabakdose. Rührt euch! Und der Schmied. Ruhe. Viel Glück! Ja, danke. Genau. Mal sehen, ob ich Patty jetzt noch was Tolles erzählen kann darüber. Oder wie war das mit der Schnupftabakdose? Ich weiß ja nicht, was die bringt. Der Totenschädel? Nee, ist mir egal. Heute müssen wir auf einem Plateau auf Takarigua finden. Die Hakenhand auf der Insel der Toten. Okay, da war ich noch nicht. Der braucht eine Rasse, soll ich Maracay? Ich kann nun bei der größten... Bei der größten Expedition der Inquisition finden. Aber auch noch nicht. Takuriga auch in einen Schatz finden. Habe ich die nicht schon? Ich habe sie einfach mal Shaganumbi-Stamm suchen. Kann ich wohl erst im Reich der Toten finden. Ich glaube, wir reisen noch ins Reich der Toten. Auf der Insel der Toten. Darfst du mir hier nicht? Ich dachte, ich kann mit dem vielleicht nochmal handeln. Na gut, dann haben wir hier... Da können wir Caldera besten Gewissens als durchgespielt bezeichnen, oder? Gibt's hier noch ein Ding? Naja. Ich überlege ja die ganze Zeit, ob es irgendwie einen Ort gibt, wo ich mit dem Äffchen noch hin möchte, aber eigentlich nicht. Ich kann auch mit meiner Kuh reden. Vielleicht haben wir noch irgendwelche tollen Kommentare zu der ganzen Angelegenheit hier. Bei dir noch alles okay? Alles im Lot, Sir. Keine besonderen Vorkommnisse. Gut. Und wie stehen unsere Chancen? Unverändert. Immer noch völlig aussichtslos, Sir. Sehr gut. Weitermachen. Aye, aye, Captain.
Alles scheiße, Sir. Ja, Sir. Snafu. Situation normal. Normal, all fucked up. Ja, ja. Der Lufttempel ist die Quelle. Ja, mit seinen Lufttempeln. Also, okay. Das ist doch keine Sau, sonst für diesen Drecksluft-Tempel. Also, okay. Was mir natürlich gerade so einfällt, aber den Ohrring kann ich jetzt tatsächlich ersetzen, ne? Durch... Mir fehlen halt echt irgendwie gute Ohrringe, ne? Ja, von mir aus das Ding hier. Ich habe ja immer noch 105. Die bist ein Ding, ja. Passt. Komm mit, du hast... Na gut. Passt, das hat er noch nicht. Kann ich Jafar nicht irgendwas zur aktuellen Lage fragen? Nö. Okay. Ich weiß jetzt, wo Garcia steckt. Wo? Er ist Corrientes zur Bucht von Maracay gefolgt. Also da treibt sich der Schweinehund rum. Wir können jederzeit dorthin segeln. Das Schiff ist bereit. Das freut mich ja sehr. Ist das hier schon geklärt, das Thema? Wonach genau soll ich auf Takarigua suchen? Durchsuche einfach seine Truhe nach einem weiteren Hinweis. Ich bin mir sicher, dass wir etwas finden werden. Na, hoffentlich. Startortnotizen? Wie können wir Harlock finden? Ich habe gehört, er soll bei einem anderen Piratenkapitän angeheuert haben. Ich glaube, Captain Garcia. Ja, so war's. Harlock muss sich irgendwo bei Garcias Crew befinden. Na toll. Gut, dass ich das vorher nicht gefragt habe. Wozu brauchen wir eigentlich dieses Tagebuch? Mein Vater hat den Aufenthaltsort der Schatzinsel in sein Tagebuch geschrieben. Wir finden die Insel niemals ohne das Buch. Auf den fehlenden Seiten steht offensichtlich, wie wir an den Schatz kommen, wenn wir auf der Insel sind. Typisch dein Vater. Tja. Warte mal. Das Starboard-Buch ist wo? Kleidung eines Piraten. Ich habe Lagushemd. Achso, das ist ja ein Schwarz-Perl-Lederhemd. Also ich brauche nur irgendwelche... ich brauche Kopftuch eines Piraten. Das kriege ich nur von den einen Typen, oder? Frachkisten für Miguel, die ich immer noch nicht hatte. Auf meiner Karte. Achso, der Schatz von Jim. Okay, den habe ich noch gar nicht geholt. Die Pforte des Wasserfalls von Tigor. Der Lufttempel auf der Sturminsel. Ja gut, das ist mir egal. Starboards Schatz. Wir sollten sie alle finden. Ich soll auf Takarigua und Starboards Truhe nach weiteren. Okay, wir fahren also sowieso nach Takarigua. Na gut, wir fahren also nach Takarigua. Alles klar. Kurs setzen! Nochmal nach Takarigua. So. Die Zuckerinsel. Bob. Als ob der Zucker nur auf der Insel wächst, ne? Warum ist denn Nacht? Obwohl. An sich ist die Nacht wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Wenn ich jetzt raste, regnet es danach. Ach, warte, ich bin schon in die falsche Etappe eingeladen. Wenn ich jetzt raste, regnet es danach bestimmt wieder, oder? Hier war das Zimmer, ne? Bis zum nächsten Morgen, genau. Und? Es regnet noch nicht. Ich bin ja überglücklich. Komm, wird. So, mit Patty waren wir sowieso schon überall auf der Insel. Da wohnt hier auch nicht wirklich, ne? Ist nicht sehr schade, dass ich nur einen Begleiter mitnehmen kann. Ah ja, gut, sein Aurikulki findet er wahrscheinlich auch so. Sie schmieden doch alle gleich aus den Spielen. Nur kurz gucken, was. Oder kann ich das Schwert einfach schmieden lassen? Kannst. Du kannst Wasser schleppen. Ich brauch... Ich will nicht für dich arbeiten. Das ist unter Piraten nicht gerade sehr verbreitet. Die meisten wollen nur kämpfen. Also gut. Aber du wirst mich dafür bezahlen. Mein Wissen ist kostbar. Ja, ja. Also es kostet mich... Ach so, dafür braucht man Klingen. Na gut, dann kann ich nicht schmieden lernen. Gut, dann werde ich leider die legendären Klingen wohl nicht herstellen können. Zeig mir deine Klingen. Ei. Exotischer Säbel auf 50 bis 80. Den könnte ich natürlich einfach kaufen, ne? Ein Rapier. 40 bis 90. Bauplan für einen Krummsäbel. Würde ich jetzt einfach den exotischen Säbel hole? Der kostet so viel Geld. Hm. 50 bis 80. Was habe ich hier? Den Prisennehmer? Das ist angeblich meine beste Waffe, ne? Dann habe ich hier noch den Duell-Ding. Der macht 30 bis 70. Nehme ich hier den. Komm, holen wir uns einfach den drecksexotischen Säbel und verdicken den ganzen anderen Zeug. Das ganze andere Zeug hier. Schwert, Krabbenstecher, also Schwert, Schwert.
dann stehen wir eigentlich immer noch irgendwie gut da, ne? Ich habe ja immer noch diese Drecksbodenkleidung. Kann ich die jetzt eigentlich guten Gewissens verkaufen? Oh, mir fällt gerade so ein, dass ich ohne schwarze Perle jetzt nur noch auf 95 Silberzunge bin. Naja, ob das sich noch nicht noch rächen wird. Egal. Stimmt, jetzt habe ich nur noch 95 Silberzunge. Oh, das ist ja schrecklich. So wenig Silberzunge. Und ich habe sogar nur noch 90 Silberzunge. Ah, da muss ich wohl nochmal nachlernen. Was mache ich? Hä? Das Ding. So. Ich habe noch 3 Fluchpuppen, die sind noch nichts wert, aber egal. So, wir haben doch hier noch einen Schatz auf an. Der Schatz von Jim auf der Karte markiert. Wo ist denn das Ding? What? Wie jetzt? Der Schatz hier ist auf der Insel, oder nicht? Aber warum ist denn der Pfeil da unten? Oder war ist der Schatz von Tigor und ich habe mich gerade verlesen? Nee. Ach nee, ist der in der Schwertküste. Na. Arr, na gut, dann müssen wir. Dann markieren wir das Ding hier. Der ist quasi hier. Den habe ich noch nicht. Haben wir nur im Spielpark Böden noch die Voodoo-Puppen aus? Nee, nee. Wenn du Level 20 Flintenschütze bist, kannst du nicht mehr Voodoo-Priester werden. Na, wie sieht's jetzt aus? Sag nichts. Warum auch immer hier rumsteht. Hab ich irgendwie einen. Zur Takarigo und Stabatzküste noch einen weiteren Hinweis um Stabatzküste. Steht hier einfach Buß in der Bude drin? Kim kommt der Glühwein, das war mir nicht problematisch. Achso, weil du den NPCs aus Versehen getötet hast. Ja gut, das macht man ja mal viele Safe Games, ne? Molly? Was kannst du mir erzählen? Was willst du wissen? Ich kann nach Pete's Schatz fahren. Das wäre. Warte mal, habe ich das? Habe ich? Kenne ich Pete's Schatz schon? Was? Wo hat Pete seinen Schatz vergraben? Er erwähnte ein Dschungeltal, eine Schlucht und ein uraltes steinernes Grab. Ah ja. Das wäre. Okay, gut, die hatte ich tatsächlich noch nicht. Nice. Judy. Was ist das ja nicht für eine Tür? Hier! Oh, das finde ich nicht gut. Das ist ja total überraschend. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber da ist eine Flasche Bloody Mary drin. Die hole ich mir auf jeden Fall. Und Lago steht nur noch da und wartet darauf, dass ich irgendwann mal seine Klamotten bringe. Und das wird nicht passieren! Verflucht! Was soll das werden? Jetzt gucken wieder alle. Ich habe das Bier genommen, was da stand. Meine Güte. Habe ich tatsächlich Boosting dazu mal übersehen? Ah, 50 Gold. Rum. Oh. Die Fässer kann ich aus irgendwelchen Gründen nicht mitnehmen. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Sehr erstaunlich eigentlich. Lass dich nicht verarschen. Kann ich mit Lago eigentlich überhaupt noch reden? Was ist denn das hier für eine Truhe unter der Treppe? Ist das vielleicht Stabats Truhe, die ich suche? Ich mal. Kiste. Das ist einfach eine normale Kiste, die ich anscheinend noch nicht geöffnet habe. Okay. Hätte ich auch mal früher finden können. Die Piratengeschichten kenne ich schon. Hier ist das. Die Truhe habe ich schon leer geräumt. Ach, Stabats Truhe. Okay, nice. Gut. Tagebuch Seite 4. Warum machst du das? Weil ich von Stahlbart dazu beauftragt wurde, Nase. So, kann ich die jetzt einfach so lesen, oder? Ich sehe Sporteinheiten am Rand vorbei. Ach, Tagebuchseiten habe ich. Der Stund der Erde ist tödlich. Nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. G5. Nur der Inhalt eines Grabs ist kostbar. Die anderen sind tödlich. Vermerk, ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich in Nisi abgegeben. 2 Seite habe ich auf Faranga versteckt. Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Aha. Faranga? Dann müsst ihr ja. Achso, dann habe ich jetzt wahrscheinlich die andere Seite, oder? Weil Patty die schon hat. Oder?
Ich kann mich ja leider nicht mehr daran erinnern. Ich hab mich mit ihr schon darüber unterhalten, über das ganze Stahlbad-Schatz-Geschichte. Die folgt mir. Nee, tut sie nicht. Das ist Ventil. Da ging es hier. So, Patty, ich habe eine weitere Tagebuchseite gefunden. Sehr gut. Was steht drin? Sag du es mir. Zeig mal her. Es scheint die vierte von vier Tagebuchseiten zu sein. Das heißt, uns fehlen noch zwei. Mathe! Ja, und mein Vater hat hier Hinweise notiert, wo sie zu finden sind. Nesir, der alte Säufer, hat eine gekriegt. So. Und hier, bei der Tempelruine. Verstehe. Alles klar. Hier. Was willst du wissen? Nee. Wer ist dieser Nesir, den dein Vater erwähnt? Er hat früher oft mit meinem Vater gesoffen, wenn er auf Antigua war. Ich habe aber lange nichts mehr von ihm gehört. Am besten, du fragst mal in Antiguas Hafenkneipe nach. Alles klar. Gut, dass wir da sowieso hinwollen. Was meint dein Vater, wenn er von der ersten Tempelruine spricht? Ich glaube, er spricht von der Tempelruine der Eingeborenen, die in der Nähe seines Grabes ist. Ich habe mich mit ihm auf der Schwertküste darüber unterhalten. Er hat mir erzählt, dass er im Laufe seiner Kaperfahrten schon mal da gewesen ist. Hier, ich zeichne dir mal auf, wo es ist. Vor dem Ding stand ich schon mal. Da weiß ich genau, wo das Teil ist. Aber wir haben noch... Der Schatz von Jimny. Ich hatte doch gerade noch... Ach so, den Schatz hatte ich schon, ne? Na, jetzt habe ich umsonst 100 Gold bezahlt. Nein, das... Oder? So, nee, gibt es eine Hygiene? Nee, das habe ich auch schon. Weil das den Schatz von Bob, Jim oder wer auch immer das war, den hatte ich, glaube ich, woanders schon gefunden. Weil ich habe, glaube ich, ihm bezahlt dafür, oder? Jetzt habe ich quasi doppelt bezahlt fürs Wissen, was ich schon hatte. Aber ich dachte halt, wo gerade die Quest aufging, dass ich das Ding noch nicht hatte. Aber ich habe in Tagarigur keine Quest mehr. Na gut, dann haben wir jetzt erstmal eigentlich alles, was wir wollten. Dann kommen wir eigentlich auch wieder zurück zur Nee, warte, ich will nach Antigua und zur Schwertküste, ne? Anstrengend. Na gut, dann würde ich sagen, wir fahren mal zur Schwert... Nee, wir fahren nach Antigua nochmal. Weil da liegt ja noch ein Schatz rum, ne? Mal sehen, ob das Spiel abstürzt.